Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Wieder Messergewalt in Wien, Favoriten. Und das Erschreckende dabei ist, die Täter werden immer jünger. Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Ein anderes, die Stichwahl in Salzburg wird. Die Mozartstadt demnächst von einem Kommunisten regiert oder doch nicht? Und im österreichischen Parlament könnten demnächst bereits 7 Parteien sitzen. Es ist eine Ampel mit 4 Parteien auch denkbar in Zukunft. Und die Frage, die wir uns alle stellen, gibt es in Österreich eigentlich keine erfolgreichen Konservativen mehr? Und wer sind eigentlich die linken Reibebäume, die Kommunisten, wie wir sie in den vergangenen Tagen erlebt haben? Das sind ja die Dauerlächler. Viel los in Österreich momentan. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute im Studio Andrea Kodolsky. Guten Abend. Ex-Gesundheitsministerin, streitbare Ärztin. So wie Bernhard Heinzelmeier, ideologisch links, kann man ja sagen, oder? Man kann alles sagen, ja. Ja, SPÖ-Insider, Jugendforscher, Marketing-Experte. Dann gleich die erste Frage. Und wir müssen mit diesen Gewaltorgien in Favoriten beginnen. Täglich Messerstechereien. Und die Diskussion in der Politik, ob ein Messerverbot eigentlich eingeführt werden soll. Und die weitere Frage, soll das Strafalter heruntergesetzt werden auf 12? Sie sind ja Jugendforscher. Weshalb haben die testosterongesteuerten Jugendlichen am Reimannplatz eigentlich alle ein Messer eingesteckt? Naja, ich glaube, das Wichtigste, oder zuerst sollte man einmal Reiter und Pferd nennen. Der bayerische Innenminister hat ja jetzt, Herrmann hat ja jetzt ganz klar gesagt, diese Kriminalität hat was zu tun mit den Ausländern. Also das heißt, wir haben, es ist uns nicht gelungen, die Migranten und Asylwerber irgendwo so in diese Gesellschaft zu integrieren. Irgendwie scheint uns das über den Kopf zu wachsen. Also es gibt bestimmte Kulturen, die offenbar wirklich ein großes Kompatibilitätsproblem haben, weil wenn man sich anschaut, wer ist denn da jetzt immer beteiligt, wer hört immer dasselbe, nicht? Syrer, nicht? Und Afghanen und Türken und es geht so dahin, ja? Und ich meine, es sind halt die muslimischen Kulturen und offensichtlich ist es so, dass diese Leute auch stärker zum Messerkampf irgendwie neigen, weil ich meine, man sieht es ja in den Polizeistatistiken, vor 2015 hat man weniger Messerstraftaten gehabt, jetzt hat man halt mehr. Also wir müssten uns einfach auch trauen, über das zu reden. Also ich halte es primär für ein Integrationsproblem. Also wir schaffen es nicht, diese Jugendlichen vernünftig da einzubauen in diese Gesellschaft, und offensichtlich ist diese kulturelle Differenz so groß, dass das halt nicht so einfach ist und längere Zeit in Anspruch nimmt und einer größeren Anstrengung bedarf. Frau Kodolsky, eine Stadt wie Wien, die immer als extrem sicher gegolten hat, braucht man da unbedingt ein Messer eingesteckt? Wie ist das erklärbar? Ja. Ich denke, wir müssen über viele Themen in diesem Zusammenhang sprechen, und das ist nur ein einziges Thema aus einer Fülle, aus einem Füllhorn sozusagen von Maßnahmen, die leider nicht passieren. Aber ja, natürlich glaube ich auch, dass ein Verbot, Messer zum Beispiel oder Waffen an öffentlichen Plätzen zu tragen, sicher auch ein Schritt ist. Wie gesagt, ich würde es nicht übertreiben und ich möchte jetzt nicht davon ausgehen, dass das etwas ist, was die Situation sofort bereinigen wird. Aber ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist. Und wenn man die Ersten erwischt mit einem Messer und das konfisziert, respektive Strafen setzt, dann hat das eine generalpräventive Wirkung. Und ich glaube, dass das zumindest einmal ein Ast auf dem gesamten Baum ist, wo wir Entscheidungen treffen sollten. Und ich bin da ein bisschen enttäuscht, dass das auch in der Stadt Wien relativ wenig gemacht wird, sondern es wird jeden Tag berichtet, dass an verschiedenen Plätzen in Wien im 10. Bezirk es zu Messerstechereien kommt, zu Gewalttätigkeiten, zu Prügeleien. Und ich frage mich, was passiert? Ist das jetzt einfach so, dass wir halt diese Bereiche meiden werden in Zukunft und ich mich mit der Vespa dort nicht verfahren darf, weil ich mich fürchte? Oder ist das etwas, wo man jetzt einmal sich überlegt, welche Maßnahmen sind
sind neben einem Waffenverbot weitere. Ja, die Frage ist natürlich auch, warum kommt es eigentlich zu einer derartigen Massierung dieser Jugendbanden und Jugendgruppen in bestimmten Bezirken? Viele sagen, es bilden sich Ghettos. In Dänemark zum Beispiel ist man dazu übergegangen, dass man, wenn es hohe Konzentrationen einer bestimmten ethnischen Gruppe in einem Bezirk gibt, man eingreift, man Leute wirklich zwangsumsiedelt. Sowas auch bei uns denkbar? Also im roten Wien ist nicht denkbar, weil ich meine, das hat ja der Parteivorsitzende der SPÖ, der Herr Babel, hat ja schon gesagt, dass die dänischen Sozialdemokraten, dass das nicht die Art von Politik ist, die er gutieren kann. Und er sagt ja, schaut euch an, wie ich das in Dreiskirchen mache, da ist alles in Ordnung, nicht? Und ich habe das größte Flüchtlingslager dort. Also, weil alle sofort weg wollen. Ja, genau, weil die gehen natürlich in die Stadt, nicht? Weil Dreiskirchen ist einfach nicht so der Heuler. Das muss man ganz ehrlich sagen, jetzt kommen die alle nach Wien und in Wien haben wir eine Sozialdemokratie, die das alles wirklich über sich ergehen lässt. Ja? Und das finde ich, das passt denen nicht ins ideologische Konzept, weil in Wirklichkeit hat man ja jetzt jahrelang an der Heiligsprechung der Migration, vor allem der muslimischen Migration, gearbeitet. Nicht? Man hat 70% Wähler aus der türkischen Community, also ist man da ganz, ganz schweigsam und still und sagt nichts dazu. Und ich denke mir, Favoriten ist doch, das stimmt schon, ein bisschen ein No-Go-Area. Also da geht man nicht gern hin. Also am Räumannplatz aus der U-Bahn aussteigen ist nicht so super, das macht man nicht. Und ich meine, was wir letztens gehabt haben, dieser Übergriff gegen die Frauen, wo der Präsenzdiener da, oder der 21-jährige Bundesheerangehörige, hat die verteidigt, der wird dann gestochen auf dem Oberschenkel und überall muss es, das sind ja alles Zustände, das ist ja wirklich wie im Wilden Westen. Und ich sage, das Schlimmste sind eigentlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, und da bin ich als Vater einer 12-jährigen Tochter irgendwie ein bisschen betroffen, sind diese Vergewaltigungen. Also ich meine, da hat man so das Gefühl, das lässt man so vorbeigehen und es passiert nichts. Und das kann so nicht weitergehen, da muss man die SPÖ in die Pflicht nehmen. Ja, die Frage ist, wie? Und das ist natürlich der große Stein der Weisen. Die einen sagen, man muss auf jeden Fall den Strafrahmen bzw. die Straffähigkeit nach unten revidieren. Jugendliche unter 14 Jahren, so schaut es momentan in Österreich aus, sind nicht deliktsfähig. Das heißt, sie sind nicht strafbar. Sie können also keine Anzeige bekommen und auch nicht verurteilt werden. Jetzt gibt es Vorstöße, unter anderem vom Kanzler, aber auch vom Bildungsminister Bolaschek, der hat das heute bei uns auf OE24 im Interview gesagt. Er kann sich vorstellen, dass das Strafalter auf 12 heruntergesetzt wird. Ein gebarer Weg. Auch das ist jetzt nur eine Einzelsituation und eine Einzelmaßnahme, die wahrscheinlich auch nicht allein gesetzt das bringen wird, was wir uns erwarten. Aber ja, man muss zumindest das Recht haben, darüber zu diskutieren. Also so wie die Grünen und allen voran natürlich die Frau Bundesministerin Zadic das strikte ablehnen und sagen, sie spricht nicht darüber, das halte ich für schlecht. Man muss das Recht haben, darüber zu sprechen und zu diskutieren, weil, und da ist Bernhard Heinzelmeier natürlich der viel Berufenere, aber weil wir schon beobachten, dass sich der Reifeprozess der Jugendlichen mehr nach unten bewegt. Das heißt, ich habe unlängst einmal hier auch gesagt, mit 13 habe ich noch mit Puppen gespielt und die Tischtennis mit Schulkolleginnen und habe an viele Dinge nicht gedacht, die 13-Jährige heute als selbstverständlich sehen. Das heißt, wenn dieses Alter in dem Reifungsprozess hinunterrutscht, dann glaube ich auch hier, dass man schon allein wiederum, und ich wiederhole mich, das tut mir leid, aber es ist immer wieder so aus der generalpräventiven Wirkung heraus, versuchen muss, einen Schritt zu setzen. Aber noch einmal, das wäre schon das zweite Bündel in dieser Reihe und da gibt es für mich die viel wesentlichere in der Integration. Ich finde das dänische Modell übrigens hervorragend. Ja, genau. Und ich bin auch der Meinung, dass man einfach sich überlegen muss einmal, ob man nicht Vertrauenspersonen findet, die in diese Gruppen hineingehen, die mit diesen Gruppen auch arbeiten und dass man schaut, dass dieses Gewaltpotenzial, und das sage ich jetzt aus psychologischer oder medizinischer Sicht, wir sehen
ganz allgemein bei der Bevölkerung und natürlich auch in diesen Gruppen und in Randgruppen besonders, eine steigende Aggressivität und ein steigendes Gewaltpotenzial. Das beginnt beim ganz normalen Autofahren, wo man schon den Riegel zumacht und sich überlegt, den habe ich jetzt nicht reingelassen, der springt aus dem Auto, und endet dann bei Bandenkriegen, die wir bis dato so nicht gekannt haben. Also ich glaube, diese Integrationspersönlichkeiten wird es geben müssen. Mhm. Ja, wir haben immer Toleranz geübt. Jetzt fordern wir Toleranz eben von jenen, die zu uns kommen. Ist natürlich eine Diskussion, die seit Jahren geführt werden. Teilweise hat Österreich, und das muss man so sagen, schon die völlige Kontrolle über die Zuwanderung verloren. Ja. Heute Schlagzeile in der kleinen Zeitung, 54.000 Afghanen sind eigentlich völlig verschwunden. Man weiß nicht, wo sind die untergetaucht. Dann, es gibt tausende jugendliche Afghanen und Syrer, die nach Österreich gekommen wurden, hier den Asylantrag gestellt haben, verschwunden, weg, kein Mensch weiß, wo die sind, was läuft da schief? Ja, also da läuft vieles schief. Zum Ersten brauchen wir, das ist jetzt, wird jetzt ganz offensichtlich, mehr Polizei. Ja? Also das heißt, nach Favoriten, da gehören 100 zusätzliche Polizisten. Also wir kennen ja die Brennpunkte. Ja? Und die Bevölkerung hat einen Anspruch darauf. Sie hat einen Anspruch darauf, dass sie in einer sicheren Stadt leben. Also wir können alles Mögliche machen. Wir können natürlich sagen, wir setzen das Strafalter runter und wir können alles Mögliche. Oder verbieten die Messer. Also ich meine, das ist milieuspezifisch schon in der Drei-Groschen-Oper gibt es den Mackie Messer, und in diesen Milieus wird halt mit Messern hantiert. Das ist ja der Subkultur. Was wollen wir? Da können wir sagen, ja, das Messer ist verboten, wir jetzt trotzdem mit haben. Es gibt illegale Waffen, wir können alles Mögliche machen. Aber die Leute müssen das Gefühl haben, dass wir uns nicht alles gefallen lassen und dass irgendwelche Leute da sind, die gegen sie vorgehen. Ja? Man hat ja oft bei dieser Männlichkeit aus diesen ganz, ganz, ganz konservativ-patriarchalen Gesellschaften, die warten ja drauf, dass irgendwer ihnen entgegentritt. Und wenn man denen nicht entgegentritt, sagen sie, und das sagen sie ja, das ganze Österreich, die Männer, und die sind alle Luschen, und da kannst du machen, was du willst. Nicht? Und es gibt welche, die sagen, ich würde mir das nicht gefallen lassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bin in einer Stadt in Niederösterreich in die Schule gegangen, die heißt Karneuburg, da hat es früher ja, ein sogenanntes Erziehungsheim gegeben. Ja? Also da sind Leute dort, Jugendliche, die man nicht unter Kontrolle gekriegt hat, sind dort in einer geschlossenen Anstalt gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da fällt mir dieses Beispiel oft ein. Warum? Also man kann ja einen Jugendlichen, auch wenn er unter 12 ist, zum Beispiel in die Psychiatrie einweisen. Also wenn jemand sich an einer Gruppenvergewaltigung beteiligt, ja, und ein Mädchen so behandelt, da könnte man schon sagen, den könnte sie vielleicht auch mal einen Psychiater anschauen. Also da sollte man nicht davor zurückschrecken, weil was wir machen müssen, solche Leute, was ist jetzt passiert? Das Mädchen hat vor Gericht eine Anhörung, dann nachdem die dort rausgehen, ist einer von den Tätern, ja, tritt auf der Straße gegenüber und verhöhnt sie. Ja? Also ich meine, das sind Leute, die gehören weggesperrt. Und wann das ist, es muss irgendeine geschlossene Anstalt sein, und dort haben sie alles, die Psychologen und Psychologinnen, alles das. Aber die Öffentlichkeit muss man vor denen schützen. Und jetzt haben die Eltern und das Mädchen, die Mutter und das Mädchen das Problem, dass sie fürchten dort, wo sie wohnen, weil die Täter überall sind. Ja, sind sie mir nicht böse, ja? Aber wenn das der österreichische Staat und die Stadt Wien zulässt, ja, das ist gemeingefährlich. Ich sage es ganz ehrlich, das ist gemeingefährlich und gegenüber diesem Mädchen, ja, ein katastrophal nachlässiges Verhalten. Und da muss etwas getan werden. Ja, jetzt gelten Sie als ideologisch Linker. Hätten Sie das vor 10, 15 Jahren auch so drastisch gefordert, wie Sie es jetzt tun? Ich habe das immer so gesagt, ja. Also wir auf der Uni war, haben wir migrationskritisch diskutiert und alles Mögliche. Der Punkt war das war damals in der SPÖ erlaubt, ja. Heute, ja, wird man aus der SPÖ rausgeschmissen, wenn man das sagt, ja. Weil man sich in dieser Partei darauf geeinigt hat, sich dem woken Mainstream unterzuordnen und glaubt, mit der Ideologie Wahlen zu gewinnen. Und jetzt schaue ich jede Woche in die Wahlumfragen rein und sicher
immer, die SPÖ verliert immer mehr und ihr großer Star, der Herr Babler, liegt bei 10% in der Kanzlerfrage. Also ich meine, was müssen die eigentlich noch für Erfahrungen machen? Also ich glaube, da hat man einfach, ja, denen fehlt einfach die Sensibilität, sowas, diese Prozesse zu durchschauen und entsprechend zu reagieren. Also ich habe mir das immer erlaubt, über das kritisch zu diskutieren. Jetzt bin ich an den Rand des linken Spektrums gedreht, weil ich sowas ausspreche. Das ist doch Irrsinn, oder? Ja, die Konservativen sprechen es auch aus. Karl Nehammer, Innenminister Kahner ebenso. Warum ist die ÖVP bei ihrer Gangart in Richtung schärferes Strafrecht eigentlich nicht so erfolgreich, wie man sich das vorstellen könnte? Weil sie auch zögerlich sind. Weil sie auch zögerlich sind. Auf einer anderen Ebene, aber letztendlich genauso. Es wird derzeit in der gesamten Politik, und das ist das Traurige, und das sieht man ja bei der Umfrage, die OE24 jetzt gerade veröffentlicht hat, dass eigentlich die gesamte Regierung nicht akzeptiert wird oder dem positiv gegenüberstehen. Aus dem einfachen Grund, weil niemand und auch nicht der Koalitionspartner in der Lage ist, klar zu sagen, das ist jetzt das Thema. Dieses Thema beinhaltet erstens, zweitens, drittens. Und wir überlegen jetzt folgende Vorschläge, 1, 2, 3, die besprechen wir mit den Parteien im Parlament, weil da gibt es keine Ideologie. Wenn unsere Kinder, unsere Menschen nicht mehr sicher leben können, dann gibt es nicht Rot, Schwarz, Grün und Blau, sondern dann müssen sie, dann erwarte ich als steuerzahlender Staatsbürger, dass sich alle in Parlament vertretenen Parteien zusammensetzen und Lösungen finden. Und ja, ich finde es richtig, dass die ÖVP, und das ist ein ganz seltener Zeitpunkt, dass ich sie lobe, weil ich bin ja dann eher am linken Rand meiner Partei, während du an den rechten Rand deiner Partei bist. Da sind wir dann knapp beieinander. Deswegen sind wir ja relativ knapp beieinander. Aber prinzipiell ist es so, dass sie zwar das Richtige ansprechen, aber keine nächsten Schritte setzen. Wie mache ich es? Nicht? Dass der Innenminister sitzt da und sagt, ja, wir machen ja wie? Ja. Wann und in welcher Konstellation? Ja, das ist eben die große Frage. Momentan hat man in Österreich den Eindruck, dass es nicht so sehr auf Programme und auf Lösungen hinausläuft in der Politik, sondern relativ nur um Persönlichkeiten geht, dass man ganz stark fokussiert ist auf Personen. Nichts zeigt das momentan stärker als das, was derzeit in Salzburg passiert. Beim Sonntag ist dort Stichwahl, da tritt ein Kommunist gegen einen Sozialdemokraten an. Dankl kommt sehr positiv rüber, er ist ein Dauerlächler, er ist nett, er vermittelt so etwas wie eine Art politische Caritas, rundum Service komplett und Verschenken von vielen Sachgütern, die man halt so haben muss. Aber auf Kommunismus ist bisher noch nicht so wirklich abgeklopft worden. Was erwarten Sie für Salzburg am Sonntag? Was wird da passieren? Dunkelrot gegen ja, heller Rot. Ja, wer ist vorne, Marx oder Murks? Also meine Einschätzung ist, dass es wäre eine Katastrophe, wenn Dankl das gewinnen würde. Weil man darf, ist völlig richtig, es ist ein Kleinbürger, ja, der in einer Eigentumswohnung lebt und sich und selbst eine Eigentumswohnung erarbeitet hat. Ja, wie es Kommunisten immer waren. Also es gibt ja nichts Kleinbürgerlicheres als die KPÖ, die war immer Partei der Kleinbürger. Ne? Die haben eigentlich genauso konservativ gelebt wie die von der ÖVP. Ja? Also da war kein Unterschied. Nicht? Und das ist er halt auch. Ja? Das Problem ist, dass in diesem Kopf von dem Menschen ja, der Gulag-Kommunismus drinnen ist. Das darf man nicht vergessen. Ja? Weil warum nennt sich diese Partei KPÖ und setzt die Traditionslinie... aber das ist ja immer der Schmäh. Zu meiner Zeit auf der Uni haben sie immer gesagt, KPÖ und Unabhängige. Ja? Die Unabhängigen waren aber alle Kommunisten. Also das heißt, das ist diese Feigenblatt-Methode, die sie
anwenden. Also ich halte das für gefährlich. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass da im Hintergrund einfach wirklich Leute sind, die eine ganz schreckliche, totalitäre Ideologie haben. Ja? Und die hat über den Verstaatlichungsgedanke, den auch der Babler predigt und den hat auch dieser Herr Dankl, ja? Die wollen eine andere Gesellschaft. Die wollen eine Gesellschaft, in der der Markt zurückgedrängt wird, ja? Und in der in Wirklichkeit ein starker Staat, ja, alles irgendwie, also die Priorität hat und alles reguliert. Und das ist in Wirklichkeit totalitaristisch und natürlich antidemokratisch, weil der Staat wird dann zu einer übermächtigen Bürokratie, wie man es in Moskau gesehen hat. Und da kann dann keiner mehr mitbestimmen. Da ist dann aus. Diese Maschine arbeitet und die wird dann alles bestimmen. Und jetzt sage ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Salzburger so blöd sind und den zum Bürgermeister wählen. Weil, ich meine, es gibt ja irrsinnig viele FPÖ-Wähler dort, es gibt irrsinnig viele ÖVP-Wähler, die werden da hoffentlich so gescheit sein, ja, und dem Auinger die Stimme geben, ja, weil dann hat man einen Sozialdemokraten und der Sozialdemokrat, das kennt man aus der Geschichte, der ist immer formbar. Also, ja, also das ist eine formbare Masse, die kannst dort hinschieben und da hinschieben und da kann man, mit denen kannst du reden, nicht? Aber man muss sich nicht gleich an Stahlheim-Kommunisten, jetzt in Salzburg, in der Kulturstadt Europas muss man sich nicht an Stahlheim-Kommunisten hinsetzen. Das ist ja eine Parodie von einem Bürgermeister, dann, um es ganz ehrlich zu sagen. Ja, ja, also keine Renaissance des Kommunismus in Salzburg. Sehen Sie das auch so? Wie? Ich weiß es nicht, weil Sie haben was Wunderbares gesagt. Es geht nicht den Leuten nicht mehr um Inhalte und nicht mehr um Ideologie. Spektakel, ja. Und das ist sehr gefährlich. Ja, plausibel, weil ich bin Programm, sicher, dass ich jetzt, wenn ich nach Salzburg gehe und die Leute frage, wer hat welches Programm, was steht hinter einer KPÖ, was hat in den Anfang des Jahrhunderts, was ist in der KPÖ passiert, dann wissen das wahrscheinlich sehr, sehr wenige. Und es interessiert sie auch nicht. Und daher, das kommt ein bisschen aus unserer Zeit. Wir leben ja auch mit Influencern, nicht? Mhm. Ich meine, es sind in den ganzen sozialen Medien Influencer, das sind Menschen, die eine Persönlichkeit haben, die noch was ausstrahlen, die sagen, das ist gut und alle machen das dann. Da geht es eher um den Markt. In der Politik sind es Menschen wie Dankl, der letztendlich sehr ruhig spricht. Viele auch in meinem Umfeld und Bekanntenkreis sagen, es ist angenehm, ihm zuzuhören, weil er klar spricht, weil er die Worte klar fasst. Und daher geht es niemandem mehr um die Frage KPÖ und Kommunismus und totalitärer Staat, sondern jeder sagt, meine Güte, das ist eigentlich endlich eine erfrischende Persönlichkeit, die Dinge sagt, wie sie sind und man versteht sie und kann ihm folgen. Und er hat Vorstellungen. Und ja, er fokussiert sich ja fast nur auf ein Thema, nämlich richtig, Wohnen. Ja. Das ist es, ja. Das ist aber natürlich ein Thema, das für die Leute wahnsinnig wichtig ist, weil die anderen nichts tun. Weil du halt auf Dauer nicht zuschauen kannst, dass Menschen innerhalb von 8 Jahren das Doppelte ihrer Miete zahlen und sich das nicht leisten können. Das heißt, da hat er einen wunden Punkt getroffen, etwas, was ja Kickl immer wieder kann, die wunden Punkte zu treffen, mit dem Unterschied, dass er das sehr ruhig und überlegt macht und nicht sofort mit dieser Rhetorik der vor 70 Jahren befindlichen Regime wie Kickl agiert. Und da, glaube ich, sehe ich die wirkliche Gefahr. Und ich befürchte, es könnte sehr, sehr knapp werden, weil, wenn ich so die beiden jetzt vergleiche rein und ich lege jetzt die Scheuklappen an und schaue es mir an, dann könnte mir Dankl fast sympathischer sein. Und entweder arbeitet Auinger jetzt noch ein bisschen an sich, dass er sozusagen da diesen Sympathiewert kriegt, weil ich wünsche es mir für Salzburg nicht. Und da bin ich ganz auf der Seite von Bernhard Heinzelmeier. Mhm. Zumindest die Kulturhauptstadt Österreichs, Salzburg, die Osterfestspiele beginnen jetzt. Haben Sie sich eigentlich jemals die Frage gestellt, was mit diesem riesigen Vermögen der KPÖ in Österreich passiert ist? Könnte man ja auch verteilen, dann könnten viele tausend Menschen... Ja, Millionärinnen verteilen, ja. Also könnten ja, aber das, ja, aber das war ja Steinling. Das ja, ja, ja. Ich kann mich an das noch alles erinnern. Und die haben ja, war ja eine Drehscheibe des Osthandels. Nicht? Da ist ja die Durmöhl, gibt es heute noch. Das ist ja, ja. Früher eine Firma aus diesem Imperium gewesen. Das ist ja offensichtlich rausgekauft worden und wird jetzt von anderen
anderen Betrieben. Und das war ja undurchsichtig. Nicht? Und wir haben ja immer gewusst, dass die KPÖ aus der DDR finanziert wird und dass diese Handelsconnection über die DDR vor allem läuft. Und da hat es ja dann auch Prozesse gegeben über das KPÖ-Eigentum. Die hat die KPÖ natürlich verloren, weil völlig klar, weil die haben das halt alles so angelegt, dass das alles so diffus war, dass ihnen keiner irgendwas nachweisen hat können. Aber sie haben es so geschickt gemacht, ja, dass die Leute, die das Vermögen kontrolliert haben, ihnen dann mit dem Vermögen durchgegangen sind. Nicht? Und in Wirklichkeit wissen wir ja, dass vieles von dem einfach über die Frau Steindlinger versickert versickert ist irgendwo. Und das hat jetzt irgendwer oder irgendwelche Leute, die jetzt in Österreich sitzen, nicht? Die haben sich das halt, haben sie das mitgenommen, man kann es nicht nachweisen, kann es ja nicht beweisen, aber da sieht man schon, welcher Geist in dieser Partei drinnen steckt, der Geist der Intransparenz und dass man sich Politik finanzieren hat lassen von einem totalitären System, dass man in Österreich Einfluss genommen hat auf die österreichische Friedensbewegung und die manipuliert hat und immer nur einseitig, man hat nie was gegen die SS-20 sagen dürfen und da sind überall die Kommunisten hinmobilisiert und haben das alles in Beschlag genommen und das muss man halt alles wissen, die Geschichte muss man kennen, dann wird man nicht mehr den freundlichen Herrn Dankl, der ja in der Bundes-KPÖ an entscheidender Stelle sitzt und dort alles mittragt, ja, wie sie mit ihrer Geschichte umgehen, ja, wie sie die Sowjetunion, also jetzt Russland, wie sie das bewerten, ja, das wird alles von ihm mitgetragen und ich meine, wenn man den Herrn Dankl was fragt, dann hört man immer nur wohnen, 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 wohnen. Also ich finde, das ist so ein Single-Issue-Politiker. Was sagt er zu den anderen Dingen, ja? Nichts, sagt er zu den anderen Dingen. Ja. Vielleicht sollte man ihn einmal fragen, aber das ist ja wieder der österreichische Journalismus, der Linksgedrehte, die sind alle so begeistert von den netten jungen Mann, dass ihm keiner am Zaun fühlt und es werden lauter so Interviews gemacht, ja, wo man den immer entkommen lässt. Nicht? Den müsste man einmal genauso hart angehen wie den Kickl. Nicht? Vielleicht lässt ihn der Herr Wolf einmal ein und nimmt ihn einmal, zerlegt ihn einfach einmal. Ja. Das wäre vielleicht einmal lustig. Ne? Vielleicht ist das auch eine Einladung, die an uns ausgesprochen wurde, jetzt indirekt. Wir würden uns gern anhören, wie eine Diskussion Herbert Kickl gegen Herrn Dankl tatsächlich ausschaut. Sehr spannend. Mehr davon werden wir nach einer kurzen Werbepause diskutieren. Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Im ersten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber diskutiert, warum kommt es zu derartigen Gewaltorgien in Wien, Favoriten, weshalb reagiert die Politik nicht darauf, dass die Täter immer jünger werden und immer aus einer bestimmten Ecke. Das war ein Thema. Das zweite war eben die Frage, wie schaut es aus in Salzburg? Haben wir demnächst einen Kommunisten an der Spitze der Mozartstadt, dem führenden kulturellen Zentrum hier in Österreich. Eins mehr sagt, es wäre eine Katastrophe und Andrea Kodolski schüttelt auch den Kopf bei dieser Frage. Und jetzt wollen wir darüber diskutieren, dass das politische Spektrum in Österreich immer breiter wird. Demnächst könnten bereits 7 Parteien im österreichischen Parlament sitzen. Man könnte meinen, das wäre fast ein Chaos, aber eine 4-Parteien-Koalition wäre auch schon denkbar im September. Frau Kodolski, 7 Parteien im Parlament, zu viel? Oder ist das einfach nur ein Widerspiegeln des momentanen Zustands? Wir leben in einer Demokratie. Wenn es Parteien gibt, die zugelassen sind und die von den Österreicherinnen und Österreichern gewählt werden, dann haben sie auch das Anrecht, in der Volksvertretung, im Parlament, im Plenum zu sitzen. Und das finde ich völlig in Ordnung. Es wird schwieriger. Es erfordert von jedem einzelnen Nationalratsabgeordneten, jeder einzelnen Nationalratsabgeordneten natürlich
mehr Bereitschaft zur Diskussion, mehr Bereitschaft, auch aufeinander einzugehen. Das sehe ich in letzter Zeit nicht wirklich. Aber das, was ich entschieden als ehemalige Bundesministerin und Mitglied der Regierung sagen kann, ist, eine Viererkoalition ist für mich undenkbar. Es ist schon eine Koalition schwierig. Wir haben überall gesehen, in Deutschland und in vielen anderen Bereichen, dass Dreier Ampelkoalitionen schwierig sind, geschweige denn eine Viererkoalition. Wir leben derzeit in einer Zeit, und ich kann das nicht oft genug sagen, und ich sage Stichwort Gesundheitswesen, ich sage Stichwort Bildungswesen, ich sage Stichwort Pflege, immer wieder. Wir leben in einer Zeit, wo wir jetzt endlich 30 Minuten nach 12 Entscheidungen brauchen. Mit vier Parteien in einer Regierung werden wir diese Entscheidungen nicht kriegen. Also das wird dann ein Chaos. Also ich glaube nicht an das Chaos im Parlament, ich glaube an das Chaos in einer Regierung, wenn vier Parteien da betroffen sind, beteiligt sind. Gut, in Israel haben wir 8 Parteien in der Regierung. In den Niederlanden hat man gesehen, wie kompliziert es wird, wenn ein Rechter ganz vorne ist. Mhm. Geert Wilders hat 3 Monate lang versucht, eine Regierung zusammenzubringen. Nicht gelungen. Könnte Ähnliches auch in Österreich passieren. Aber trotzdem, Marco Bogo mit der Bierpartei. Die Umfragen sagen, er wird 6-7% bekommen. Die Kommunisten könnten auch den Einzug schaffen. Und Herbert Kickl ist mit 9% in allen Umfragen vorne. Warum kommen die Konservativen nicht in die Gänge her? Naja, was man schon sagen muss, ist, jetzt politikwissenschaftlich betrachtet, ist, wenn sich das politische Spektrum ausdifferenziert und breiter wird, dann ist ein Verlust an Stabilität und Berechenbarkeit des politischen Systems. Das ist völlig richtig, weil wenn man sich anschaut, die Niederlande, die haben bis jetzt noch keine Regierung. Das ist immer, sind immer die Zeiten des Interregnums, sind dann groß. Da passiert dann in der Regel ja relativ wenig, außer dass man den Parteien zuschaut, wie es miteinander verhandelt. Italien ist genau dasselbe. Also das heißt, es ist eine neue Situation, die hat vieles noch komplizierter macht. Und was du gesagt hast, ist völlig richtig. Man muss schnell reagieren heutzutage. Und wenn ich eine Viererkoalition habe, ne, dann ist das überhaupt schwierig. Weil, ich meine, jetzt stellen wir uns vor, wir haben dann den Herrn Dankl als Sozialminister, also mit dem dann zu verhandeln, da wünsche ich dann den Konservativen, wenn wir jetzt zu dem hinkommen, viel Spaß und viel Vergnügen, weil die bewegen sich um keinen Millimeter. Das sind, da hat man dann richtige Betonschädeln, wo die Grünen eine Harmlosigkeit sind im Vergleich dazu. Nicht? Weil jetzt blockiert eine Partei schon so viel. Jetzt stellt man vor, man hat noch 3 solche dort. Das ist ja ein völliger Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Kommunisten und dann den Rocksänger. Und ich meine, das ist doch alles völlig irre. Das kann nur im Chaos enden. Gut, was ist mit den Konservativen los? Also die Konservativen sind für mich eigentlich wirklich ein großes Rätsel. Ja? Also die Konservativen sind so begabt in der Selbstbeschädigung, ja? Und Selbstdemolierung, das ist fast faszinierend. Also ich schaue mir immer den Friedrich Merz in Deutschland an, nicht? Der liegt jetzt bei 32%, ja? Hat eigentlich eine super Basis, hätte er, sagt er, legt sie mehr oder weniger auf eine Koalition mit den Grünen fest. Die Grünen sind momentan die verhassteste Partei in ganz Deutschland. Und der Friedrich Merz, das ist natürlich jetzt sein priorisierter Koalitionspartner. Und in Österreich ist genau dasselbe. Da sitzen die auch mit den Grünen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, bauen die, was die personelle Substanz betrifft, immer mehr ab. Und ich meine, natürlich gibt es jetzt die Tendenz, dass sie Menschen, die wirklich Fähigkeiten haben und die vielleicht auch ein Charisma haben, dass sie die der Politik verweigern. Und ich glaube, das trifft die ÖVP besonders hart, weil es ist halt eine Ansammlung, ich muss es leider sagen, man möge mir das verzeihen, von ein bisschen langweiligen Leuten, ja, die einfach überhaupt nicht spektakulär sind. Ja, und wenn einer einmal eine lustige Frisur hat, dann zwingt man ihm dazu, sich die Haare abzuschneiden. Ja. Das war irgendwas Uniques an der Person. Jetzt hat gar nichts mehr. Ja. Jetzt ist er einfach nur mehr Durchschnitt. Ja. Also das das ist halt wirklich bei der ÖVP, da steht diese Partei, die ja sonst ganz gute Ideen hat und alles Mögliche, ne? Und eine sehr, sehr, sehr respektable Tradition, da stehen sie da mit lauter Figuren, die halt nicht konkurrenzfähig sind. Und das ist das Problem. Man braucht ein paar interessante Leute. Die Andrea hat wenigstens gesagt, ess mal ein Schweinsbrot oder irgendwas. Ne? Das war ein bisschen... Ne? Aber
Aber heute hat man das Gefühl, das sind alles so Sprechroboter, die dann immer ihre Sprüche noch was sagen und irgendein Team haben im Hintergrund, einer das vorschreibt und das ist halt leider, reißt halt keinen vom Sessel. Also ich glaube, es fehlen einfach die bunten Vögel. Genau. Und das war eine die ÖVP hat sich verändert. Die ÖVP ist von einer ursprünglich sehr breiten Bürgerpartei, die zugelassen hat, dass eine bunte Vögelabteilung sozusagen, Busse, Jörg Maute, das war ja die Zeit, wo ich auch beigetreten bin, wo es Leute gegeben hat, ja, wie auch die Gdolski, die ein bunter Vogel war und die noch nicht ganz gewusst hat, wo sie steht und eher am linken Rand und doch sozial und doch Ideen, aber eben auch einen gewissen Konservatismus. Das ist nicht mehr erlaubt und daher glaube ich, dass natürlich viele sich nicht angesprochen fühlen. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist dieser Versuch natürlich der ÖVP, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, wir haben vorher geredet, dass wir ein bisschen strikter werden müssen, natürlich sich an der FPÖ anzulehnen, schreckt viele natürlich auch ab, die eher im mittleren Spektrum dieser Partei sind. Und langweilig trifft es völlig, weil wenn ich mir jetzt anschaue, diese Werbeplakate, wir sind die Mitte, wo ich noch nicht am Anfang nicht genau gewusst habe, ob es überhaupt eine ÖVP-Werbung ist, bis ich dann draufgekommen bin oder wir vertreten diesen Mittelbereich. Das ist langweilig, das will keiner und keiner will in der Mitte sein, sondern jeder will eine Persönlichkeit sein, gerade in Zeiten wie diesen. Und der dritte Punkt ist für mich schon, man möge mir verzeihen, aber sehr oft waren natürlich junge Leute, die zur ÖVP gegangen sind, aus Eliteschulen, die berühmte Klassensprecher-, Schulsprecherpartei, war bei den Sozialdemokraten sicher auch, aber da ist es dann in einem höheren Maße, dass die natürlich auch in der Wirtschaft sehr gute Positionen finden. Und wenn man sich heute die Politik als Gesamtes anschaut, dann muss ja jeder fähige junge Mensch eigentlich fast nur ihn fragen, was ist los mit dir, wenn der eben nicht in einen tollen Wirtschaftsjob oder in einen selbstständigen Job geht, sondern in die Politik. Wobei ich wirklich alle bitte, alle, die uns jetzt zuschauen, es müssen genau die Menschen in die Politik gehen, weil wenn wir diese jungen Leute verlieren, dann diskutieren wir weiter hier im Kreis über unglaubliche Langweiler. Ja, Österreich braucht mehr Originale. Eines dieser Originale ist diese Woche verstorben, Teddy Podgorski, ehemaliger ORF-General. Wären so Typen wie Teddy Podgorski eigentlich heute überhaupt noch erfolgreich oder brauchen wir diese stromlinienförmigen Jungs, die alles beherrschen? Also wir sehen in unseren Studien, dass es ein großes Prinzip gibt und das Prinzip heißt Aufstieg durch Anpassung. Das heißt, es ist ein Anpassungswettbewerb, ja? Und wer der beste Anpassler oder wie man das sagt, ist, ja, der kommt ganz nach oben. Also das heißt, deswegen, ich meine, würde es nicht böse sein, aber deswegen haben wir auch den Bundeskanzler, den wir haben, ja? Weil das ist offensichtlich ein Anpassungsgenie und der ist völlig unbeschädigt, ist er halt da nach oben angekommen, jetzt sitzt er dort, ja? Und jetzt lehnt man sie zurück und schaut sie dem an und den an und sagt, na eigentlich, er ist da jetzt oben, aber was ist so richtig, nicht? Ich meine, ein Burner ist er nicht, nicht? Also jetzt sitzen sicher viele in der ÖVP und sagen, boah, weißt du, wir müssen irgendwas machen, er ist zwar ein lieber Kerl und alles, aber nur, der bringt es uns nicht, nicht. Und auf der anderen Seite hat man den Babler, der ist da irgendwie durch eine Laune der Geschichte sitzt, jetzt hat man diese zwei da oben sitzen und das ist eigentlich schrecklich. Ja? Also das heißt, das sind einfach, und ich glaube, das ist ein Schaden für die Demokratie. Ja. Das ist ein Schaden für die Demokratie, weil natürlich, da trat wie ein Fernseher auf sich, die trat wieder ab. Es fehlt dem Ganzen irgendwie das Charisma und auch das, wie soll man das ausdrücken? Dieses Verwalten und nicht gestalten. Verwalten und nicht gestalten. Das ist es. Schöner das Satz. Ist es. Ja. Es ist ja. Ja. Trotzdem muss man dazu sagen, also manchmal bestimmen natürlich auch Bilder die Geschichte. Es gibt ja momentan ein Foto, das durch alle Medien geistert. Ein Foto vom französischen Präsidenten Macron. Vielleicht könnte man das Foto jetzt einblenden. Wir sehen ihn hier, schon ein bemerkenswerter Oberarm des französischen Präsidenten. Schaut fast der, aus wie der Belmondo. Der Blick, mein Belmondo, fast könnte man meinen, vielleicht ist das eine Parallele zum österreichischen Bundeskanzler. Mhm. Soweit mir bekannt, ist ja auch Karl Nehammer ein Boxer. Also er geht auch regelmäßig ins Boxstudio. Vielleicht könnte er sich so fotografieren lassen wie Macron. Warum
lässt sich der französische Präsident so ablichten, ja? Naja, gut, der zeigt Durchsetzungsfähigkeit und Entschlossenheit und Kraft und nicht, also Körper, nicht, schön, der Körper ist ja, ein wichtiges Symbol. Ja, aber nur auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so einen Menschen mit so einem Körper sehe, ich habe jetzt den Nehammer noch nicht gesehen, aber stellen wir den eher als schwerfälligen Schwergewichtsboxer zu. Das ist mehr so eher im Leichtgewicht, im Mittel, leicht, eher das Leichtgewicht. Ja. Aber dann schauen wir den an und fragen wir, was muss der Typ für eine Zeit haben, um so einen Oberarm zu haben, weil wenn man sich ein bisschen auskennt mit dem, der muss ja viel trainieren und viel tun. Also das heißt, hinter den Mauern des Élysée-Palastes dürfte ein riesiges, großes Fitness- und Studio mit einem angeschlossenen Wellnessbereich haben. Und dort lebt er da drinnen und irgendwann kommt er zu sich und sagt, ich schicke jetzt Truppen in die Ukraine. Und er sagt, hallo, na. Und er sagt, geh wieder zurück, trainieren, ist alles gut, regst du bloß nicht auf. Also so hat man den Eindruck, ist das nicht, weil es natürlich eine beeindruckende Figur, spektakulärer Typ, gut aussehender Mann, ist ja gar keine Frage. Aber wo die Substanz von dem Typen ist, ja, ich sage es jetzt ganz brutal, das frage ich mich manchmal auch. Ja, also ist das nicht nur ein genialer Schauspieler? Ja, aber ist das nicht vielleicht genau das ist das Ergebnis dieser Influencer und ich wiederhole Instagram, TikTok und sonstigen Dingen, weil du ja nicht mehr heute das zählst, was jetzt in einer Diskussion im Fernsehen gebracht wird oder weniger. Wir hoffen natürlich, dass Sie uns alle zuschauen, aber das, was sozusagen in der Schnelllebigkeit des Bildes erscheint, das ist wesentlich und er springt auf das auf. Etwas, was bei uns noch nicht so stattfindet, weil es ganz wenige können. Etwas, das zum Beispiel, um ihn noch einmal zu erwähnen, Marco Pogo natürlich kann. Der beherrscht die sozialen Medien, der hat damit die jungen Leute und daher hat er natürlich auch solche Ergebnisse. Das kann man ja gleich direkt sehen, wie das abgestimmt ist. Der will nur einen Satz anschließen. Das ist typisch ein Zeitgeistphänomen, dass es, also das Macron, was wir da gesehen haben, diese Selbstinszenierung, das heißt ja, es geht nicht mehr, es steht nicht die Sachkompetenz im Vordergrund, sondern die Selbstinszenierungsfähigkeit. Das ist es. Und über das ist auch beim Marco Pogo so. Er hat politisch wahrscheinlich 0,0 Sachkompetenz, aber er ist auch ein interessanter Typ, selbstdarstellungsfähig und deswegen wird er gewählt. Nicht? Und das Problem der ÖVP, und um das zurückzumachen, ist, man hat vielleicht viel Sachkompetenz im Hintergrund. Aber sie haben keine Fähigkeiten. Haben keine Fashion-Leute, ja, keine, die in den Vordergrund treten können und sie entsprechend geschickt inszenieren können. Ne? Das ist halt, ne? Ja, Reinhold Lobatka ist ein fescher Mann. Also das muss man schon dazu sagen. Es geht auch um kuriose... Aber nicht mehr so knusprig. Ja. Kuriose politische Inhalte. Einen davon hat momentan die Chefin der NEOS geliefert. Sie hat vorgeschlagen, jeden 18-jährigen Österreicher und jede 18-jährigen Österreicherin 25.000 Euro in Cash in die Hand zu drücken. Was hätten Sie gemacht, wenn Sie als 18-Jährige 25.000 auf die Hand bekommen hätten? Ich komme aus einer Generation, wo ich das jetzt hier im Fernsehen nicht sagen kann. Aber nein, so schlimm ist es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wäre sehr überrascht gewesen. Ich kam aus kleinen Verhältnissen und habe mich in die Höhe gearbeitet und war immer sehr dankbar für jeglicherlei Zuschüsse. Ich wäre wahrscheinlich schön auf Urlaub gefahren. Das war so was Naheliegendes, wobei wir damals ja, ich aus der Boomer-Generation kommend, eben nach Lignano oder nach Jesolo oder so gefahren sind. Da wäre ich vielleicht nach Spanien gefahren, weil ich ein bisschen mehr Geld gehabt hätte. Aber das, was ich ein bisschen, abgesehen davon, dass ich, wie ich es gelesen habe, als erstes einmal versucht habe zu schauen, ob die Maske noch irgendwas aus mir machen kann und ich vielleicht doch noch als 18 durchgehe. Aber ich glaube, das gelingt nicht mehr ganz. Aber das, was es natürlich schon ist, ist, dass es ein reiner Wahlkampfsager ist. Für mich ist das ein reiner Populismus, der sich jetzt ein bisschen auch versucht, die Jungen von Marco Pogo wieder wegzuziehen, weil wenn der 8% kriegen soll, wie schaut es mit den Neos aus? Nicht? Also da wird es so einen ziemlich direkten Kampf geben. Und um die jungen Leute kämpfen natürlich alle.
Die Sozialdemokraten und die ÖVP nicht, weil die kämpfen um gar nichts im Moment. Kickl kämpft um alle und die Jungen werden sehr stark von Marco Boga angesprochen. Ja. So, das heißt, sie macht jetzt etwas, wo sie die Jungen anspricht. Das, was ich traurig finde an der Geschichte, ist, sie sagt eben nicht, sie sagt nicht einmal, wofür es sein sollte oder ob sie sich was dazu gedacht hat. Weil wenn ich von mir aus für Wohnraumbeschaffung sagt oder sie für dazu. Irgendwas, sie hat, das ist hat sie gesagt. Genau, okay. Es ist, man muss für bestimmte Dinge ausgehen. Okay. Ne? Okay. Sind so, was sind bestimmte Dinge? Ja, bestimmte Dinge sind, wie, was kann von den Neos kommen? Eine Firma gründen, für die, für die Wohneigentum und solche Dinge. Also man darf es, das ist das Wichtige, man darf es nicht lustvoll ausgeben, was ist, was Ernstes. Also somit fallen das fällt alles weg. Also, das ist, bei Neos ist es nicht lustvoll, geht es da nicht so zu. Ne? Aber nur, was, an was ich gedacht habe, was das ist, ja, das ist für mich eine klassische Thal-Silberstein-Idee. Ja? Und zwar, der hat ja die Neos beraten, ist der wieder da, weil der hat seinerzeit ja den Kern diesen guten Vorschlag gemacht, er soll als Pizza-Verkäufer auftreten, ja, was ich für einen ähnlichen populistischen Blödsinn halt wie das. Also da brauchst du einen Thal Silberstein, sag einfach, jeder kriegt 25.000 und dann geh noch hin, verkaufe einer eine Pizza, ist alles total lustig, ja, und das habe ich ja ausprobiert einmal und das ist super, ja, und dabei ist das so dämlich, ja, also dass man ehrlich gesagt weg vom Witz zu kommen, wir machen uns jetzt wirklich nicht über die österreichische Politik lustig, sondern es ist manchmal so schmerzhaft, dass man fast schon lachen muss, um drüber zu gehen. Es geht nicht anders. Man muss das ironisieren, sonst kann man es nicht verarbeiten. Es gibt ja auch Kabarettisten, die sagen, sie werden zunehmend arbeitslos in dieser Geschichte, ist ja alles weil sie es nicht mehr tragen kann. Aber das, was ich schon arg finde eigentlich, und das passt gar nicht zu den Neos, die ich sonst in vielen Punkten sehr schätze, dieses völlig aus dem Blauen gegriffene, völlig unüberlegte, in irgendeine Richtung schießende, das ist etwas, wo ich sage, und ich frage mich halt jetzt schon als jemand, der selber mal in einer Regierung gesessen ist, und woher genau soll das Geld kommen, wie genau schauen wir uns das an? Von der Millionärsteuer, das sagt der Babler immer, der hat das schon 10-mal ausgeben. Die Millionärsteuer. Und dann haben wir ja Gott sei Dank noch Millionärinnen, die es dann austeilen. Also. Genau. 25 Millionen, aber es gibt auch noch eine andere Forderung in Deutschland. Zum Beispiel ist mit 1. April, ein Aprilscherz, möchte man meinen, Kiffen legal. Ja? Also man könnte das vielleicht um ein Thema noch erweitern. Sollte man das auch in Österreich so einführen? Also um mit Stefan Raab zu sprechen, gebt das Hanf frei. Aber ich würde sagen, das muss man auch nicht aus der Hüfte schießen, sondern das muss man sich überlegen in vielen Dingen. Ich bin jemand, der sagt, es ist ein Unterschied zwischen Heroin und auch wenn viele sagen, es sind Einstiegsdrogen. Wir verwenden in der Medizin auch in den therapeutischen Ebenen natürlich in anderen Zusammensetzungen und sehr klar definiert. Aber also das Land der Seligen wird irgendwann einmal in einer Reisefreiheit auch einmal überlegen müssen, ob man sich nicht vielleicht bei verschiedenen Dingen einfach offener hält, weil jemand, der es haben möchte, hat es und ich kenne genug Menschen, die auch die eine oder andere Hanfpflanze in ihrem Garten stehen haben. Ja. Sie leben ja teilweise auch in Deutschland. Diese Diskussion wird ja heftig in Deutschland geführt. Der dortige Gesundheitsminister wird ja von allen Seiten heftig angegriffen, oder? Naja, ich persönlich bin auch ein bisschen skeptisch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat letztens eine gute Bekannte gesagt, die, man hat ja heute bei Kindern immer das Problem, dass die kiffen wie verrückt. Ja. Und die hat gesagt, wenn jetzt in Österreich auch noch einer kommt und das freigeben will, dann drehe ich eigentlich durch. Ja? Weil man, das ist schon so ein Signal, dafür kifft es euch zu. Ja? Also es ist, man kann sagen, ja, das wird jetzt in irgendwelchen Gemeinschaftsgärten, da wird das gezogen oder sonst irgendwas. Aber natürlich ist es ein Signal, eine neue Freiheit. Es ist eine neue Freiheit. Nicht? Und dann werden das halt, es ist ja jetzt schon so, und da muss er dir ja recht geben, es ist ja, wie man mehr Untersuchung macht, ist rausgekommen, dass 70% schon Erfahrung haben mit Cannabis. Ja? Aber das hat man halt
dann eher im Heimlichen gemacht und hat sie da was gedreht und so. Das ist das eine, aber das andere ist, dass er einfach, wie man jetzt sieht, die Qualität von dem Zeug immer besser wird. Ja? Und ich meine, was man früher da für ein Klumpert gehabt hat, dass man da im eigenen Kasten mit der Lampe gezogen hat, ja? Das war halt irgendwie harmlos im Vergleich zu dem, was heute im Umlauf ist. Also deswegen ist mir das ein bisschen zu heikel und ich habe ein recht ungutes Gefühl dabei. Und medizinisch, ich meine, da kennst du besser aus wie ich, aber es gibt halt natürlich den Fall, dass die Leute dann was aus der Ecke hüpfen sehen und dann irgendwie in die Paranoia kippen oder sonst irgendwas. Ne? Also ist ja alles möglich. Ne? Deswegen habe ich gesagt, Diskussion. Ja. Ich glaube, das ist so ein Thema, dass man wirklich nicht aus der Hüfte schießen kann. Da müssen Fachexperten her, da muss man sich's anschauen. Da müssen wir auch ein bisschen überlegen, wie offen sind die Grenzen, nicht? Weil dann fliege ich halt morgen nach Amsterdam und setze mich in ein Café. Aber da transt es zurück, weil da sagen sie, die sagen ja dort, wir sind mit unserer Drogenpolitik gescheitert und sie wollen auch den Tourismus nicht haben, die alle hinkommen. Ich weiß, wir sind wieder mal viel zu lang, aber das würde mich auch von Bernhard Heinzelmeier noch interessieren. Ob das nicht jetzt besonders gefährlich ist, weil wir junge Leute haben, die mit relativ wenig Zukunftsaussicht, mit einer gewissen Grunddepression, wir sprechen die ganze Zeit, wir brauchen Psychiater und mehr Psychotherapeuten für die Jugendlichen, die nach der Pandemie alle Schlafmittel nehmen und Antidepressiva. Da sehe ich es natürlich gefährlich und da bin ich bei dir, weil dann ist es dieses, wir vergessen die Welt, kiffen uns zu und machen überhaupt nichts mehr. Ja. Na, ich meine, wenn ich den Satz noch sagen darf, also natürlich ist das dann eine angenehme Gesellschaft der Dauerbekifften, ja, und denen fällt halt dann sowas wie der Babel oder der Neham oder so gar nicht mehr auf. Nicht? Also die hauen sich halt da ihr Rädel rein und der Fall ist erledigt. Ja. Natürlich ist das für die Leute angenehm, aber nur, was ist das für eine gesellschaftliche Stimmung? Ja? Weil wenn man mit Leuten einmal einen Kontakt gehabt hat, die viel kiffen, ja, das ist ja teilweise unerträglich. Nicht? Also, ich meine, die kann ja gar nichts mehr aufregen und die Motivation, irgendwas zu tun, das drückt ja alles auf die Handlungsambitionen. Also man will einfach nicht handeln, gar nichts mehr. Und das ist vielleicht eh gewollt von manchen. Ich selbst finde so eine Gesellschaft eher beängstigend. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir diese Diskussion in den kommenden Monaten sicher noch führen werden. Eines muss aber trotzdem gesagt werden. Österreich ist ein gutes Land mit guten, fleißigen Menschen drin. Danke vielmals für die Diskussion, Frau Kodolski. Danke vielmals, danke. Herr Einzelmeier. Schönen guten Abend.